Liebes Publikum, ich darf Ihnen die beiden Kämpfer noch vorstellen. Panteris Panagiotis in der blauen Ecke. Er hat bisher 2 Kämpfe bestritten, 2 Siege, 0 Niederlagen, 0 Unentschieden. Er ist ISKA-deutscher Meister. Herzlichen Applaus für Panagiotis! Und in der roten Ecke darf ich Ihnen vorstellen, Metin Ugurelli. Er hat 52 Kämpfe inzwischen bestritten, 37 Siege, 13 Niederlagen, 2 Unentschieden und er war 7-mal deutscher Meister. So, liebe Zuschauer, auch von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen zum Night for Fight 2. Der offizielle Richter für diesen Kampf ist Figret Erdogan. Die 4. Auflage, die 2. im Stadttheater Ingolstadt, also genau im Herzen der Innenstadt. Mein Name ist German, ich habe heute die große Ehre, online zu kommentieren. Mein Mann zu meiner Rechten ist der Moritz. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir steigen direkt in den Kampf ein. Zu Beginn gleich ein wilder Schlagabtausch. Wow. Oh, schönes Knie. Junge, aber sehr erfahrene Kämpfer. Das sieht man auf den ersten Blick. Tiefschlag. Kurzer Break vom Referee. Gibt's eine kurze Pause. Und mit vollem Elan gleich geht's weiter. Backfist Attempt von beiden Seiten. Beide in der Linksauslage. Das bedeutet linkes Bein vorne, rechtes hinten. Ingolstadt hält den Jungs, auf geht's! Schöner Heike zum Kopf. Letzten 10 Sekunden. Schöner Lowkick zum Abschluss. Aus der blauen Ecke. Zeit. Erste Runde ist durch. Gleich sehr dynamisch gestartet. Moritz, was sagst du? Wem würdest du die erste Runde geben? Ich würde die erste Runde der blauen Ecke geben. Aber wir haben ja noch 2 Runden vor uns. Und auch die Ringdame. Immer absolutes Highlight bei solchen Fight-Veranstaltungen, ne? Ja. Meistens schon. Ja, man merkt, 2 sehr erfahrene Kämpfer. Auf beiden Seiten. Jetzt gibt es eine kurze Pause, damit sie wieder zur Luft kommen. Beide noch sehr jung, wie ich eingangs erwähnt habe. Deswegen auch der Kopfschutz und die Schienbeinschoner. Ist nach ISKA-Werk noch nicht erlaubt, dass diese ohne Schutz kämpfen. Natürlich im Sinne der Kämpfer, zum Schutz der Kämpfer. Ich bin gespannt auf eine 2. Runde, auf eine 3. genauso. Wir haben heute nämlich 15 spannende Kämpfe, das ist der 1. davon. Und, Ladies and Gentlemen, welcome to Round 2. Sehr dynamisch los.
Schöner Schlagabtausch. Schöne Backfist. Blauecke lässt nicht locker. Sollten aufpassen, dass die beide jetzt nicht ausbrennen. Das Laktat sammelt sich nämlich in den Muskeln, man übersäuert schnell. Schöner Versuch eines rechten Schwingers. Ging nicht ganz ins Ziel, aber das gehört bei so einem Sport natürlich auch dazu. Schöner Mittelkick von der roten Ecke. Hartes Knie, harte Rechte und bringt den Gegner zu Boden. Wunderschön. Gegner wird angezählt. Scheint alles wieder in Ordnung zu sein und es geht direkt wild weiter. Blaue Ecke, zweiter. Niederschlag in der zweiten Runde. Sollte man dreimal in einer Runde angezählt werden, würde das zu einem TKO, also einem technischen Knockout, führen. Es sind noch 20 Sekunden in der zweiten Runde. Die rote Ecke sollte jetzt, oh, schöne Backfist, sollte vorsichtig sein. Blaue Ecke hat die rote Ecke im Ring in der Ecke stehen. Runde vorbei. Ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Die zweite Runde ging definitiv an die blaue Ecke. Ein Applaus für unseren Lumen Girl von den Glen Masters! Für mich persönlich immer ein großes Highlight, Anfang der dritten Runde, um zu sehen, wer jetzt ausgebrannt ist und wer noch Reserven hat. Oder ob die Energie schon komplett weg ist. Hey, ja, Moritz, da bin ich ganz bei dir. Ich bin gespannt, was jetzt die dritte Runde liefert. Was jetzt da rauskommt. Letzte Runde, zwei Minuten. Und ringfrei für Runde 3. Inside Low Kick aus der blauen Ecke. Schöner Frontkick von der. Wow. Schöne Backfist. Scheint allerdings nicht ganz getroffen zu haben. Schöner Wirkungstreffer aus der roten Ecke. Frontkick, um den Gegner zu stoppen. Die Deckung sollte oben bleiben. Jawohl. Man sieht in diesem Kampf ziemlich viele Backfists. Das sollte normalerweise eine Rarität sein. Aber die zwei Jungs, die schonen sich nicht. Die nehmen sich gar nichts. Ingolstadt, die letzte Runde hier. Komm, gib nur mal Gas! Absolute Highlight-Stimmung hier in Ingolstadt im Stadttheater. Eingangs schon das Intro gesehen. Zur Oerkater Kampfsportakademie, flächenmäßig die größte in ganz Deutschland. Wow, schöner Highkick, ein gedrehter schöner Highkick zum Gesicht. Der Lowkick wird geantwortet von der blauen Ecke. Ja. Und weiter geht's. Ja, die scheinen für die Dritte noch ziemlich Reserven zu haben, Moritz, ne? Definitiv, ja, da schenkt sich niemand irgendetwas. Wow. Da wird auch nicht viel Raum zum Atmen gelassen. Zwei Knie hintereinander zum Körper. Das ist für den ersten Fight auf jeden Fall schon ein Highlight hier. Da muss ich die zwei Jungs loben. Gerne Backfist Attempt. Knie zum Körper. Muss der Referee die Beine auseinandernehmen. 20 Sekunden sind auf der Uhr noch. Wow, Hammer. Schöner Sweep. Sehr, sehr schöner Sweep. Time. Zu den Rules kannst du dich äußern, Moritz. Wir haben es vorhin gehört. Genau, es wird beim K1 gekickt, geschlagen, Kniestoß gegen den Kopf ist verboten.
gesweept darf werden. Es darf nicht gefangen werden, was wir gerade gesehen haben. Fangen, loslassen und währenddessen eine Aktion bringen, ist allerdings gestattet. Das ist ein rigoroser Übergang. In diesem Fall wurde der Kick gefangen und das Bein weggesweept, also weggefegt. Deswegen hat der Referee kurz einen Timeout gegeben und gesagt, ermahnt und gesagt, Leute, so nicht. Das sind die K1 Rules nach der ISCA. Und wir haben eine dritte Runde beendet gesehen. Jetzt wird der Kampf ausgewertet. Der Nenad und der Vincent gratulieren den Kämpfer nochmal. Jetzt bin ich gespannt, wer hier als Sieger aus der Sache rausgeht. So oder so. Beide Kämpfer haben auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben. Das kann ich so nur unterstreichen. Das ist für den ersten Kampf auf jeden Fall ein Highlight. Sehenswert. Viele Aktionen, viele Wirkungstreffer gesehen. In der zweiten Runde zwei Niederschläge mit anzählen. Und wenn mich meine subjektive Meinung nicht täuscht. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum Ergebnis vom ersten Kampf bis 60 Kilo. Also ich würde sagen, nochmal Applaus für die zwei Jungs, haben wirklich alles gegeben. Das Ergebnis ist einstimmig. Sieger kommt aus der blauen Ecke. Dann hat mich meine subjektive Meinung nicht getäuscht. Der Sieger kommt aus der blauen Ecke. Verdient. Wunderschöner Kampf von beiden Seiten. Viele Aktionen. Hammer gemacht. In diesem Tempo auf jeden Fall so weiter.